So, hallo an alle zur nächsten Let's Play-Folge. Wir sind immer noch mitten in der Nacht und wir nehmen noch eine Folge auf. Eiskalt hinterhergeschoben. Wir waren so mitten im Diskussionsrauschen, machen das dann doch ein bisschen weiter. Wir wollten auch so ein bisschen weiter anknüpfen. Die Kommentare natürlich noch nicht gelesen, ist direkt angeschlossen. Wie sollten die auch lesen, wenn es erst demnächst online kommt? Mhm. Und du warst jetzt so nochmal auf die Frage eingegangen bezüglich, wie der Mensch gesteuert wird. Mitleid oder Eigennutz? Jo, also wir haben jetzt hier, nachdem die letzte Folge abgedreht war, haben wir uns noch so ein bisschen kurz weiter unterhalten zum Thema des vorherigen Let's Plays. Und zwar haben wir ja gepokert, was wo überwiegt, Eigennutzen oder Mitleid. Und deswegen habe ich an ihn jetzt selber nochmal die Frage gestellt und dachten wir uns, Mensch, das können wir eigentlich nochmal ansprechen. Und ja, das wäre jetzt halt das Thema irgendwie. Was überwiegt bei den Menschen, Mitleid oder Eigennutzen? Und ich habe halt das Beispiel mit Facebook gebracht. Es gibt nämlich... also das habe ich mitbekommen auf einem privaten Account, dass irgendwie jemand ein Foto geteilt hat. Und zwar ging es darum, dass, ich weiß nicht, ob das eine Kampagne oder eine Gruppe ist, auf jeden Fall haben die ein Bild hochgeladen, wo zwei jüngere Leute einen toten Hund an der Leine halten. Also hier stranguliert und so nach oben halten. So, und dann halt sozusagen darunter geschrieben haben, bitte teilt dieses Foto weiter, um die Mörder zu finden. Ja. Und letztendlich handelt es sich da um Tiere, also nicht Menschen. Das ist ja schon mal eine ganz andere Kategorie. Aber trotzdem, viele Leute zum Beispiel lassen sich dann durch ihr Mitleid oder Mitgefühl leiten. Gut, aber wann ist das jetzt wieder die nächste Frage, die gleich schon mit einfließt? Glaubst du, dass es wirklich so viel anders ist, wenn es ein Tier ist, als wenn es ein Mensch ist? Ich glaube, das liegt so ein bisschen an der Arroganz der Menschen. Es geht hier um Leben allgemein. Kommt drauf an. Ich sag mal so, der Mensch ist generell... Ja, stimmt. Das ist einen guten Punkt erwischt. Genau. Ich sag mal so, dadurch... Meistens, ich muss zustimmen, es ist so, dass bei Tieren es als weniger schlimm empfunden wird. Aber die Frage ist, ob es tatsächlich auch weniger schlimm ist. Ich glaube, es liegt Natur des Menschen, dass halt nicht die eigene Rasse ist, sage ich in Anführungszeichen. Generell sind Tiere ja auch Kaufware, wenn man so will. Wenn man es jetzt mal ganz böse ausdrücken will. Ja, es ist so. Könnte man sich jetzt auch wieder drüber streiten. Hast du vollkommen recht. Deswegen, also ein Hund tot, neuer. Ja, es geht bei Menschen nicht so einfach. Ja, aber das ist halt jetzt die Frage. Was ist jetzt... ausgeprägter, wenn es darum geht, irgendwie zum Beispiel kriegsmäßig dann, das war ja das Thema der letzten Parts, was dann überwiegen würde, Mitleid oder Eigennutzen? Weil ich sag mal so, wenn du wirklich 10.000 Leute vor dir stehen hast, die ein halbes Flennen im Gesicht haben, würdest du denn wirklich so eiskalt sagen, nö, es geht mir um mich, dass ich hier die richtigen Entscheidungen treffe, damit ich überlebe? Das ist eben genau das Problem. Es ist unverantwortlich, eigentlich einem Menschen solch eine Verantwortung zu übertragen, oder? Naja, ich sag mal so, wenn du dich jetzt wirklich entscheiden müsstest, müsste ja irgendeine Sache überwiegen, und zwar entweder Mitgefühl oder Eigennutzen. Und bei 10.000 Leuten, wenn die halt wirklich um dich drum stehen, stell dir vor, du stehst irgendwie in einer Arena und es gibt wirklich 10.000 Leute, die wirklich so richtig arm daneben stehen, so ein Schmollmundgesicht machen, schon halb los weinen sozusagen, dass dann sozusagen der Kriegsfall eintreten würde. Und ob du dann wirklich, wenn du diese ganzen Massen siehst, an denen du hängst, ob du dann sagen würdest, auch weil die Masse dich da selber sozusagen auch noch zusammendrückt, dieses Weinen, das drückt dich einfach zusammen, das macht dich so klein als Mensch, ob du dann wirklich sagen würdest, nee, ich bin mir wichtiger. Das ist so eine Sache, die kann man kann sie einfach keinem Menschen zutrauen. Stell dir das einfach vor, vor. Ich kann es mir vorstellen, ich habe es mir oft genug vorgestellt. Ist so. Deshalb bin ich auf das Thema mit eingestiegen. Ich wollte deine Meinung dazu hören, weil man kann so richtig geil diskutieren, Anführungszeichen. Oh ja. Heftig, ohne Ende. Ich bin immer noch der Meinung, dass ich mich der Masse hingeben würde, weil 10.000 Leute, ich meine, das ist mehr als mein Dorf hier hat. Ja, oder meine Kleinstadt, damit es nicht zu abfällig klingt. Aber wenn ich die jetzt wirklich alle um mich rum hätte. Okay, und vor allen Dingen, es geht ja auch... Wie sind wir überhaupt dahin gegangen? Es ging jetzt um das reine Thema Opfern oder andere Opfern. Weil richtig. Eigentlich war es ja eher so, Krieg,
komplett vermeiden in dem Sinne. Das heißt, du hast eine Führungsposition und allein als Führungsposition, wenn du sagst, nee, ich schicke die Leute nicht in Krieg, dann wird es nicht so sein, dass du dafür sterben musst. Das ist richtig, dann, ist der Krieg. Du hast aber letztendlich auch nichts damit zu tun mit dem Krieg. Inwiefern soll eine solche Situation überhaupt entstehen können? Die kann, glaube ich, eigentlich gar nicht entstehen. Das ist so ein Problemfall, den es eigentlich real existent gar nicht geben kann. Oder in welchem Zusammenhang denkst du, würde das gehen? Oh, da bin ich ja beruhigt. Nee. Ja, das würde gar nicht gehen. Stell dir mal vor, du hast eine Führungsposition, musst du Leute hinschicken. Ich weiß nicht, es ist mir vorhin so aufgefallen, ich habe mir so die Frage gestellt, hä, wieso solltest du dann selber sterben? Weil das hat dann irgendwie kaum was mit zu tun gehabt, aber vom Gedankenexperiment ist es wirklich was man keinem zutrauen möchte. Das habe ich mir schon überlegt. Aber ich glaube mal, du bist auch nach früheren Kriegen gegangen. Letztendlich hat sich das ja, das hat ja immer was mit nur moralischen Grundsätzen zu tun. Früher war es üblich, also jetzt zum Beispiel im Mittelalter, dass man irgendwie Hexen verbrannt hat. Heute klatscht sich da jeder an den Kopf und fragt sich, ja, was war denn mit denen früher los? Ey, was haben die denn geraucht? Ja, aber heute zum Beispiel würde das keiner mehr sagen. Das ist genauso wie mit früheren Kriegen. Zweiter Weltkrieg zum Beispiel. Da war zum Beispiel die Stellung der Frau noch eine ganz andere. Die war nicht die gleiche von heute. Ja, heute sind Frauen in Führungspositionen und so weiter. Ja, wir leben im Jahr 2012. Ja, siehe 2012. Und vor allem sind so wir farbige Präsidenten. Das ist auch schon wieder ein fetter Unterschied. Richtig. Das hätte es früher nicht gegeben. Ja, und selbst nach 45, da wurden Schwarze immer noch sozusagen, ich weiß nicht, da gibt's sogar diese Busgeschichte da. Ja, genau. Dieser Lady, die sich im Bus irgendwie auf dem Platz, die einem Weißen nicht ihren Platz anbieten wollte, obwohl sie normalerweise dazu verpflichtet war. Und dann gab es noch die Sache mit Larry King und so weiter. Und ich glaube mal, wir sind mittlerweile so weit entwickelt, dass wir selber uns demjenigen beugen würden. Weiß nicht, wie du das siehst, aber... Ich glaube schon, dass die Welt wirklich ein bisschen dazugelernt hat. Bin ich der Meinung. Geschichte ist dafür da, um aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Naja gut, okay, wenn es jetzt um wirklich Führungspositionen, also wie zum Beispiel diesen Krieg, wie gesagt, das, was ich manchmal so verfolge, zwischen Israel und Iran geht, da geht's halt wirklich nur ums Geld. Ja, gut. Und da muss man, okay, gut, das ist auch wieder eine Gegend. Ich sag mal so, da sind andere ja Menschen... Andere Kulturkreise. Ja. Da ist die Stellung der Frau noch nicht so ganz durch. Generell ist da noch nicht so viel durch, aber... Außer die Köpfe von manchen Leuten sind ziemlich durch. Ich glaube mal, man braucht Kriege, um letztendlich auch daraus zu lernen. Man braucht sozusagen solche Sachen wie Hexenverbrennung, um letztendlich daraus zu lernen. Ich meine, man sagt ja auch erst dadurch Hexenverbrennung. Ich meine, das waren Frauen, die da verbrannt wurden bei lebendigem Leibe. Da sagt man ja jetzt erst, das würde ich doch niemals machen. Und ich glaube mal, auch erst aus solchen Sachen lernt man, aus Fehlern lernt man auch. Also im Mittelalter war es zumindest schon wieder Aberglaube. Hören wir auf mit Aberglaube. Aber... Ja, nächstes sowas Thema, halt. Okkultismus. Nein, das machen wir später. Erzähl weiter. Ich glaube, man braucht Kriege, um draus zu lernen. Ja. Ich meine, wenn wir jetzt den Zweiten Weltkrieg nicht gehabt hätten, dann hätten wir zum Beispiel jetzt nicht, dann hätten wir vielleicht immer noch solche Leute wie Hitler und uns. Da wäre das vielleicht noch mehr ausgeprägt als heute. Heute ist es ja wirklich verpönt, wenn man sozusagen Nazi ist, weil es ist ja auch richtig so. Aber ich glaube mal, dass viele Leute erst durch den Zweiten Weltkrieg mitbekommen haben, ja, wie blöd waren wir eigentlich und sind da hinterhergelaufen. Eben. Aber ich glaube, es war schon so, dass man teilweise auch damals gezwungen wurde, also man konnte entscheiden zwischen halt, dass man erschossen wird oder an die Front geht. Oder halt Gefängnis oder an die Front oder was auch immer. Ich glaube schon, dass es da mal was... Ich glaube mal, viele Leute wurden auch gezwungen. Wurden auch einfach... Nee, von der Allgemeinheit gezwungen, weil du wurdest ja nicht mal richtig gezwungen mit Leben und Tod. Du wurdest halt schikaniert und so weiter, wenn du dich sozusagen mitgemacht hast. Ja, das ist sozusagen der Gruppenzwang, dem du da irgendwie dich beugen musst, kannst, und wenn du es nicht machst, dann bist du der Außenseiter. Eben. Ja, und später warst du dann nicht halt nur noch der Außenseiter, dann warst du halt der Ausgeschlachtete. Ich glaube, ich habe irgendwas gehört von jemandem oder so, das war eine Riesenversammlung und bloß weil jemand in der ganzen Menge nicht den Hitlergruß gemacht hatte, wurde der daraufhin getötet. Oder sei es von der Masse sankt irgendwas. Das war so ein ganz grober Gedanke. Das war ja dann auch in der Schule so. Lehrer, die zum Beispiel nicht den Hitlergruß gemacht haben, da war was los. Ja, ja. Und ich glaube, man braucht solche Sachen auch, um daraus zu lernen. Weil die Menschheit ist vom Natur aus primitiv.
Ja, wir waren zuerst Affen und wir mussten ja auch erstmal lernen, wie wir Werkzeuge machen. Und wir mussten auch erst lernen, dass Kriege schlecht sind. Und zum Beispiel ist jetzt Deutschland auch nicht, also Kriege generell sind ja sowieso was Schlechtes und keiner will Krieg. Aber letztendlich lernt man erst aus solchen Aktionen wirklich für jedermann sozusagen. Auch die Leute, die zum Beispiel den Krieg anzetteln. Sowieso und auch die Leute, die selbst gar nicht dabei beteiligt waren, sondern nur davon gehört haben. Ja. Das ist auch schon was, aber trotzdem, Es ist so ein Thema, was du gerne packen möchtest, aber du kriegst es nicht. Du kriegst nicht durch den Finger. Aber jedenfalls, ich glaube, zum Thema Beruhigen eigentlich, so Entscheidungen wie entweder selbst sterben oder die Masse, die gibt es soweit eigentlich nicht. Ich muss die Folge jetzt wieder beenden, 10 Minuten ist vorbei. Wir können gerne weiterdrehen. Klar! Okay, hört sich so voll enthusiastisch an. Ich darf nicht vergessen, ein Ding in die Beschreibung zu packen, obwohl ich würde sagen, die meisten kenne ich eher. So, ist egal. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Let's Play-Folge und tschüss. Tschüss.